Hallo zusammen, euer Bonsai von Don Kane. Heute gibt's was ganz Besonderes. Ein Flanksteak von Black Angus. Normalerweise bin ich bei Steaks und auch bei Flanksteaks ein Purist und würze dann nur mit Salz und Pfeffer. In diesem Fall möchte ich aber das Steak mal einlegen. Hab mir hier Ananassaft besorgt, Piri-Piri-Gewürz, das werde ich darin auflösen. Gebe das Steak da hinein. Ananaspüree wird oft benutzt, um Fleisch zart zu machen. Das Bromelain in diesem Püree sorgt dafür, dass das Fleisch wirklich zart wird. Man sagt, bei einer frischen Ananas darf man das Fleisch nicht länger wie 30 Minuten einlegen, weil es sonst tatsächlich fast zerfällt. Das ist bei diesem Steak hier, bei diesem Flanksteak, einfach nicht nötig. Das ist einfach butterzart. Da ich die Ananas aber vom Geschmack einfach richtig geil finde, nehme ich jetzt kein Püree, sondern einfach Ananassaft. Mein Flanksteak liegt in der Marinade. Ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen beschweren, dass das Steak schön unter dem oder in der Marinade liegt. Ich werde das Ganze mit Folie abdecken und dann geht es über Nacht in den Kühlschrank. Zu diesem fantastischen Flanksteak gibt es heute zwei Beilagen. Einmal Blumenkohlreis und einmal eine selbstgemachte Chimichurri. Für die Chimichurri habe ich hier grüne Paprikas auf dem Grill schwarz werden lassen, sodass wir denen gleich schön die Haut abziehen können. Dazu gibt es noch Olivenöl, Chilis, ein wenig Kapern, Petersilie und Koriander. Rote und weiße Zwiebeln, das Ganze schön aufpüriert, dann haben wir eine richtig, richtig geile Chimichurri. Mein Chimichurri ist fertig, von der Konsistenz, Farbe, Geschmack absolut perfekt geworden. Als nächstes kümmere ich mich um den Blumenkohlreis. Ich habe die Röschen vom Blumenkohl fein abgeschnitten, habe die ein wenig püriert, dass sie die Konsistenz von Reis haben oder die Größe von Reis. Das Ganze gebe ich jetzt in eine gusseiserne Pfanne, werde das schön weich kochen lassen, danach mit Limettensaft abschmecken und ein bisschen Koriander und gehackte Petersilie dazu. Und dann haben wir eine richtig geniale Beilage. Die Beilagen sind vorbereitet bzw. auf dem Grill. Zeit, sich um den Hauptdarsteller zu kümmern. Ich habe jetzt hier das Flanksteak aus der Marinade genommen. Es duftet vorzüglich. Die Ananas ist da, die Gewürze sind da. Ich werde das Flanksteak ein wenig abtupfen und dann geht das sofort auf den Grill, wird von beiden Seiten scharf angegrillt und dann auf eine Kerntemperatur von so 54, 55 Grad gezogen. Und dann geht es ans Probieren. Mein Flanksteak ist fertig. Ich habe es bei 55 Grad im Kern runtergenommen. Für mich perfekt, noch eher so in Richtung Rare. Dazu der Blumenkohlreis und das Chimichurri. Das sieht nicht nur absolut genial aus, es duftet auch vorzüglich. Ich werde es sofort probieren. Boah,
das ist tatsächlich das beste Flanksteak, was ich je gegessen habe. Das Fleisch ist butterzart. Die Ananas vom Einlegen ist sofort präsent, das ist total irre. Dazu die Chimichurri mit ein bisschen Schärfe und der Blumenkohl, so ein bisschen nussig durchs Anbraten mit dem Zitrone und dem Koriander. Absolut genial. Ich kann euch echt nur raten, macht's nach, probiert's aus. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, das ist der absolute Wahnsinn. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, euer Bonsai.